Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update von meinem Wachtelstallbau. Ihr seht hier, der Boden ist höher als sonst. Und das liegt daran, dass vor fast 2 Wochen schon das ganze Wasser hier reingelaufen ist. Und jetzt haben wir unter diesen Holzbrettern sind Styroporplatten zur Dämmung, damit die Wachteln auch im Winter von unten warm haben. Und unter diesen 2 Schichten Styroporplatten sind Kieselsteine, damit, falls nochmal Wasser reinkommen sollte, das Wasser wieder normal ablaufen kann und nicht hier drinnen hängen bleibt und nicht mehr raus kann. Ich zeige euch mal, wie das ausgeschaut hat, wo hier das Wasser drinnen war. Also, wie ihr gerade gesehen habt, war der Boden nicht nur feucht, sondern richtig nass. Und das habe ich dann alles rausgetan. Und die Wachteln durften wieder auf normalen, trockenen Einstreu rumlaufen. In den letzten Tagen haben wir jetzt hier den Boden frisch gemacht. Die Wachteln, meine 8, durften in der Zeit hier oben nächtigen. Und in der Früh durften sie wieder runter in ihr Gras. Hier können sie zurzeit nicht rein. Hier sieht man auch schön den Strom, wie er da rauskommt. Also der Stall hier unten ist noch lange nicht ganz fertig, so wie ich es haben möchte. Wie zum Beispiel hier noch die Wand. Aber wir haben jetzt erst 10.32 Uhr, wo ich es hier gerade aufnehme. Und da bleibt noch genug Zeit, das hier ein bisschen schicker zu machen. Auch hier unten kommt so eine Folie wie hier oben hin. Die habe ich hier gerade gereinigt mit Wasser, ganz normal ausgewischt und weggesaugt ein bisschen was. Hier, die bleibt auch schön da. Ich habe die hier festgetackert. In die Hohlräume kommen auch noch eine Dämmung rein. Nur an manchen Stellen hängt die ein bisschen über, sieht man, dass es so überhängt. Und da kommt man mit dem Staubsauger nicht so richtig gut rein, um den Dreck hier wegzusaugen, der wo da noch drinnen ist. Aber da findet sich bestimmt auch noch eine Lösung. Auf jeden Fall kommt da unten auch dieselbe Folie rein. Das ist eine Teichfolie mit einer Stärke von 0,5 mm. Und die wird ja auch über den Rand gelegt, deswegen sieht man hier auch schon Kieselgurt, damit sich unter der Folie gar keine Milben ansammeln könnten. Die Folie wird ein bisschen so wie oben auch an der Seite so hochgezogen, damit man es auch mal schön auswaschen kann, damit das alles sauber bleibt. Gut, wir sehen uns, wenn ich weitergekommen bin, wieder. So, ich habe jetzt hier alles sauber gemacht. Und beim Laufen ist mir aufgefallen, dass hier wohl im Untergrund irgendwas nicht stimmt, weil das ist ein bisschen schief, das Brett. Oder die Styroporplatten darunter. Und deswegen mache ich da jetzt ein solches kleines Brett rein. Da haben wir schon extra ein paar. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sieht man schön die Styroporplatten. Und hier ist ein großer Spalt entstanden. Aber wir haben hier solche kleinen Bretter. Die passen da ganz gut drauf. Und wenn ich das dahinter drauf lege, dann hoffe ich mal, dass das nicht mehr so wackelt und dass das nicht mehr in den Styroporplatten versinkt. So, ich habe hier die große Platte hingeschoben. Hier sieht man auch nochmal das Kieselgurt überall, auch schön in die Ritzen gegangen. Gut, so, ich habe jetzt gerade die Platte wieder drauf geschoben. Und jetzt habe ich ein anderes Problem, weil ich habe ja den Holzklotz da in die Ecke reingetan. Jetzt hat das zwar alles schön gerade und eben, aber wenn ich mich jetzt hier hinstelle, knackst. Geht da hoch.
Deswegen werde ich jetzt den Holzklotz in die Mitte versetzen. Oder ich mache mal zwei rein. Mal schauen. Ich habe jetzt doch zwei Bretter reingesetzt unten unter das Brett. Und ich habe es gerade vorhin nicht gesehen. Hier ist ja das Kabel und das macht die Geräusche. Aber das lässt sich wahrscheinlich auch nicht mehr vermeiden. Das ist da ein bisschen eingeklemmt. Aber so soll es ja eigentlich sein. Hier haben wir schön ausgeschnitten. Auf der Seite knackst jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Der Boden ist schön glatt. Ich werde jetzt nochmal mit dem Besen hier das überschüssige Kieselgurt hier wieder auf die Seite verteilen, damit hier überall wieder was ist. Und wenn es weitergeht, sehen wir uns wieder. Ich melde mich hiermit zurück. Wir sind gerade dabei, die Teichfolie in den Wartestall zu legen und die Wände zu dämmen. Hier sieht man auch nochmal die Styroporplatten. Die schließen ja alle bündig ab. Und am Boden ist immer noch das Kieselgurt. Die Teichfolie wird draufgelegt und an den Seiten festgetackert. So schaut der Stall jetzt nach dem Tag aus. Wir haben jetzt hier drin die Dämmung. Auf die zwei Platten hier wird dann so wie hier oben die zweite Ebene draufgelegt. Der Schlupf ist offen geblieben. Der wird bald aufgemacht, dass die Wachteln durch den Ausgang raus können. Hier wird ja vielleicht noch ein Fenster eingebaut mit einer Doppelverglasung. Hier unten ist jetzt die Teichfolie drin. Die kann man auch mal mit Wasser auslichen oder mit einem feuchten Tuch, so wie ich es heute bei der zweiten Ebene gemacht habe, auswischen. Das war's eigentlich schon. So schaut der ganze Stall mit Einstreu und den Tieren aus. Natürlich ist der Stall noch nicht ganz fertig, da fehlt nur noch die zweite Ebene. Und hier steht gerade noch ein Gitter davor, weil hier noch das Styropor zu sehen ist und das sollen sie ja nicht fressen. Und natürlich kommen hier unten auch noch Verstecke rein und Pinienrinde, ein paar verschiedene Einstreusorten. Auf jeden Fall kommt noch ein Sandbad. Ich habe das hier gestern nur so mit den Sägespänen Holzschnitzel eingestreut, da ich die Wachteln nicht wieder alle umsetzen wollte. Was ich jetzt noch machen will, ist hier natürlich das große Fenster rein, da auch. Und dann die Folie hier hochtackern, weil die ist jetzt gerade nur hier so hingelegt. Hier kommt der Strom raus, der ist schön ausgeschnitten. Die anderen Wachteln sind schon rausgegangen, habe ich gerade aufgemacht, wie jede Früh halt. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen und in den nächsten Videos wird es dann wahrscheinlich weitergehen mit dem Wachtelstallbau. Hier auch ganz schön noch zu sehen, das habe ich gestern noch wieder hingemacht. Hinter die Dämmung, da ist ja jetzt das Styropor drinnen und hier meine Schrauben, wo ich meine Putzutensilien aufhängen kann. Finde ich eine sehr praktische Idee. Ja. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich machen kann, könnt ihr sie mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen von euch. Da die Videos meistens sehr viel Aufwand sind, aber mir macht es natürlich auch
ohne viele Abonnenten Spaß. Obwohl jetzt hat 62 Abonnenten schon eine ordentliche Nummer sind. Wenn 62 Leute vor mir stehen, ist das schon einiges. Deswegen nochmal danke an all meine Abonnenten. Und wir sehen uns beim nächsten Wachtelvideo. Tschüss.